Nee, nicht die Pampe, das ist eine ganz schlechte Idee. Nein, nein, ich habe ja die Pistole auch benutzt. Ah. Ja, ich denke, die Pistole ist leiser wie die Pampe. Also die Pampe ist ja am lautesten. Ja, das ist wurscht. Sobald es irgendwas schießt, ja, Herrn Säcke. Ja, die blöden Wölfe wollten gerade weglaufen und wir hatten nichts so zu essen. Da dachte ich, jetzt schießt du mal. Ich lass mich jetzt von diesem Zombie umbringen. Dass das so extrem ist, dass die dann so weit von überall herlaufen, hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Also, ich meine, das kennt man ja von 7 Days, kennt man das ja auch, dass die in der näheren Umgebung dann halb zu einlaufen. Aber das sind ja nicht so viele wie jetzt. Vielleicht sollten wir alle auf Pfeil und Bogen umstellen. Ja, klar, werden wir jetzt noch machen. So, ich habe mit sterben lassen. So, ich bin in Brightmoor. Und ich bin schon wieder vom Server geflogen. Kannst du denen sagen, die sollen was anderes gucken? Wo ich bin. Irgendwo. Ja, kommt zu Ende. Also bei mir war das so, weil ich das Schild gesetzt habe, bestimmt. Ja, das ist die einzig logische Erklärung. Na, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist, dann bin ich da jetzt davor. Also zumindest einmal in der Nähe. Ja, eine 22 habe ich immerhin gefunden. Das ist aber ein schöner Mist. Ah, Mist ist das noch nicht. Wir müssen es halt nur rauskriegen. Mist ist es, wenn wir es versuchen rauszufinden und es nicht an Laufen kriegen. Dann ist es Mist. Aber selbst dann ist es relativer Mist, weil wir haben ja schließlich Autos. Wir können ja eigentlich jeden von überall holen. Aber es ist trotzdem kein Ort. Aber was ist, wenn ihr auch so ein Schild setzen könnt? Nee, das geht nicht. Es gibt selber dann nur setzt ein doch, Schild. Dann setzt doch ein... Achso. Ja, ihr aber da vielleicht in einem anderen Haus das Schild setzen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht. Nee, pro Server ein Schild. Nicht pro User, sondern pro Server. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, im Kopf heißt ja nicht, dass es weiß. Also ich würde sagen, wir müssen. Macht ja keinen Sinn, weil du kannst ja auf einem Server mehrere Clans haben. Also musst du doch mehrere Server. Auch war. Ja, oder kannst du Settings machen bei den User, dass du sagst, okay, du darfst respawnen im Haus oder irgend sowas? Nein, gar nichts. Wo steht da? Welcome to Brightmoor. Naja, zumindest bin ich nicht weit weg. Ja, du läufst nur in die falsche Richtung. Wieso? Wo läufst du hin? Ja, nach Haus. Achso. So falsche, also bist du nicht weg. Wieso falsche Richtung? Runter. Ja, du läufst gerade Brightmoor, ne? Ja. Und Brightmoor liegt rechts auf der Karte. Wenn sie also durch. Ich bin ja klar, natürlich. Ja. Also, wenn sie jetzt in die Richtung läuft, läufst du logischerweise Richtung Cape Bay. Jetzt bei. Ja, passt schon. Ich hab mir gedacht, wir sind oberhalb Brightmoor. Weil sind wir oberhalb Pinecrest. Genau. So, ich wedel mich mal hier durch. So. Ah. Oh, guck mal, eine Sharp. Wie heißen die? Ja, ich hab nichts. Fäuste. Ich auch nicht. Ups. Darfst du übernehmen? Nee, ich hab einfach mal drüber gesprungen. Warum soll man einen Kampf machen, den man nicht führen muss? Hier sehe ich einen Apfelbaum. Du kannst mir mal erklären, was du dauernd mit den Apfelbäumen hast. Ich habe auch schon welche durchsucht und Äpfel gegessen. Weil es Futter gibt. Unterwegs. Ja, aber du hast doch 76%, wenn du gerade neu gestartet bist. Ja, aber das geht schneller runter, als was man Pipifax sagen kann. Wieso, hallo? Wieso sterbe ich? Du blutest wahrscheinlich. Nö. Wieso habe ich nur 27, als ich runtergeflogen bin, hat schon 100, wollen die mich verarschen? Hast du unten in der unteren Anzeige rote Anzeige? Die runterzählt? Ja, eine erotische Anzeige? Nee, was darum? Weil noch ein Blut ist, du vielleicht. Nein, ich weiß, wie man das sieht, weil ob man Blut hat, also ich blute nicht. Hast du was Falsches gegessen? Nee, ich hatte ja 100. Von McDonald's zum Beispiel. Und jetzt habe ich nur noch 33. Das ist aber Schmarrn. Also nee, Schmarrn ist ja was zu essen. Das stimmt bloß nicht, gell? Dirk? Ja. Entschuldigung, ich wollte sagen, Ronny. Ja, bitte. Was stimmt denn da nicht, wenn die Allee? Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube, das werden wir nicht mehr in dieser Folge rausfinden.
Denn die Folge ist schon vorbei. Wir danken euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao mit au und tschüss mit ü. Genau. Also ich bin jetzt fast da, aber wenn du willst, kannst du mir entgegenfahren. Jetzt geht's natürlich nicht aus. Ich muss ja schauen. Ja, auf jeden Fall sage ich wieder Hallo und willkommen zurück zu den Zuschauern. Ja, leider hat das wieder nicht geklappt mit dem Respawn und es hat auch nicht geklappt mit dem Finden unserer eigenen Ausrüstung wieder. Weil, das müsste Pinecrest sein. Ja, war nicht schlecht, wenn man das... Aber ich habe immerhin 4 ja, Stück Fleisch und die brate ich jetzt. Pinecrest. Schön für dich. Ich warte die ganze Zeit auf die Allee, aber unten, die macht gar nichts. Achso, du bist ja gleich da. Tja, was soll ich dir jetzt sagen? Ich würde das Fleisch vorbeibringen, aber... Ja, na, das zahlt sich dann nicht aus, ne? Da kann ich jetzt auch nicht für. Ich bin jetzt quasi an der Brücke. Mein Wasser kann ich das auch weg, weil... Na, stimmt. 13 Liter frisches Wasser. Tja. Ist vielleicht nicht so schlau, die mit sich rumzuschleppen. Naja, bevor ich nix hab. Ja, du kannst ja eine kleine Flasche mitnehmen mit Wasser. Mach ich auch. Auf die Sovereignty. Das macht ja keinen Sinn. Was willst du mit 15 Liter Flasche Wasser mit dir rumschleppen? Ja, weil es Platz hat. Ja, aber du blockierst ja auch dein Gewicht. Ja, das kann sein. Nee, das kann nicht nur sein, das ist auch so. Ja, ich gebe jetzt, du hast schon recht. Ja, dann sag doch einfach, Ronny, da hast du recht. Ja, so schwer ist das. So schwer ist das gar nicht. 3, das bin ich. Wasserreinigungstabletten. So schön ist das. Ich sehe auch drinnen. Okay. Ja, du läufst ja vorbei, wenn du das bist. Das heißt, man kann zum Beispiel so einen großen Kanister voll machen. Dann nimmt man diese Wasserkanister, Wasserreinigungsbillen her und macht sauberes Wasser. Mhm. Cool. Wenn man das in so einen 15-Liter-Kanister voll mit Wasser machen würde und dann hat man 15 Liter sauberes Wasser, das wäre richtig cool sogar. Ja, ja. Ich meine, ich weiß zwar nicht, da die Radl kehren da nicht rein, würden die da rein da. Ich bin keine Fackel. Die Räder kehren da nicht rein. So, ich mach das gebratene Fleisch in die Lebensmittelkiste, ne? Weil ich natürlich immer noch suchen muss, welches ist. So. So, jetzt habe ich mir schon mal wieder eine Wasserflasche gefunden. Dann kann ich da schon mal Wasser reinfüllen. Weil auf jeden Fall, glaube ich, brauchen wir, und das hole ich jetzt mal, check. Oh, ja. Das ist auch so. Weil wir haben kein schmutziges Wasser mehr. Achso, dann müssen wir uns rein, ja, ist recht. Ja, ich hol mal welches. Ja, kann ich ja mit. Wir haben eh so viel Kanister. Ja, aber 2 ist natürlich besser, klar, weil dann haben wir einen Kanister pro Maschine. Ja, ja. Bin da, achso. So. Fuel hab ich auch noch. Regnet es ja leider immer noch nicht. Tja, da haben wir uns so gefreut, dass wir die Regentonnen gefunden haben, aber wenn es nie regnet. Ist richtig. Ist das irgendwie am Thema vorbei? Das es ist fehlt... ja nur so, weil du es ja gefunden hast. Alea, hast du dein Quad geholt und deine Ausrüstung? Da bin ich gerade dabei. Achso, okay. Ja, weil ich sah das Quad hier noch nicht stehen. Ich denke, oh Gott, hoffentlich hat sie das nicht vergessen. Brauchst du noch länger, Max, oder soll ich allein los? Nee, lauf, kannst schon, okay. Weil ich muss jetzt mal Knister finden, die leer sind. Weil, so weit ist es ja nicht, gehe ich jetzt mal locker zu Fuß. Geh du. Also, den Bunker jedenfalls oben, den wir gefunden haben, also beziehungsweise den hat ja Dirk gefunden, den kann man auf jeden Fall nicht zumachen. Ja, ich weiß, hat er gesagt. So, zu weiter bin ich leider noch nicht gekommen, dadurch, dass ja jetzt der Angriff kam und ja. Ergo, bitte in Zukunft. Bitte kann ich das ja, momentan läuft das Internet wieder, ja. Ja, aber wenn die da wieder jetzt anfangen. Nee, sie gucken die ganze Zeit, sie haben gar nicht aufgehört.
in Zukunft keine... Das ist hoffnungslos, wenn man Triumvirat bittet. Keine Feuerwaffen abschießen. Ja, die wollten unbedingt den Film noch zu Ende gucken. Da habe ich gesagt, ja gut, dann guck den zu Ende. Kannst du denn lieberweise, wenn du das so schön sagst, kannst du den Pfeil und Bogen für uns alle machen? Max? Ja, bitte? Kannst du den Pfeil und Bogen für uns alle machen? Ja, klar, natürlich. Cool. Das wäre super. Aber jetzt laufen wir mal geschwind zum Fluss, weil die... Ja, 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 klar, eins nach dem anderen. Kein Problem, mach ich. Und Pfeile! Pfeile, Pfeile, Pfeile. Okay. Hier ist irgendwie ein umzäuntes Gebiet. Wo bin ich denn hier reingelaufen? Du musst zum Wasser runter. Bei der Brücke. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ich bin querfeld eingelaufen. Das war anscheinend eine scheiß Idee. Jetzt bin ich irgendwie hier... Bin ich hier? Mobile Home Stadt. Wo bin ich denn hier rausgekommen? Bist du Zinepark gelaufen? Hä? Mir ist gerade irritiert, dass ich hier bin, wo ich bin. Ich bin nur einfach hinterm Haus und dann geradeaus und da hätte ich doch eigentlich auf den Fluss treffen müssen. Also ich bin beim Fluss. Ja, und ich noch nicht, also demnach in die falsche Richtung gelaufen. Ja, der ist bei der Richtung Brücke. Muss laufen. Ich laufe selber wieder zurück. Ist wurscht, ich habe jetzt dreimal 19 Liter Wasser bei mir. Brauchst nicht mehr kommen. So. Ich komme rauf, gell? Und ich habe noch eine Autobatterie gefunden. Batterie? Oh, es regnet. Ah ja. Als ob uns das Spiel den Mittelfinger zeigen wollte. Kann das sein? Du so, ich habe so und so viel Liter Wasser gerade geholt vom Fluss, ja, raus gar nicht mehr zu kommen. Held des Tages so ungefähr, ne? Und dann so, es regnet. Jetzt hat er uns gesagt, da habt ihr was dazu. Ja, ja. Guck, es geht noch viel einfacher, es regnet. Ja, aber wenigstens füllst du dann mit diese blauen Kanister an. Ja, also und außerdem Wasser produzieren müssen wir ja trotzdem. Also von daher. Aber ja. Das passt jetzt einfach, weißt du? Wie Faust auf Auge. Genau. Du sagst das und genau in dem Augenblick fängt es an zu regnen. Hey, ich sehe die alle herumhüpfen. Ah, wir gefunden. Auf dem Auto. Du machst das Autodach kaputt. Das glaube ich nicht. Oh, es hat schon Beule. Hat schon vorher Beulen. Nein, ich leg den nicht. Was ist? Nix. Also, ich brauche was zu tun. Ja, ich komme jetzt, dann können wir den Bunker endlich mal suchen. The bill has no dirty water to clean. Ja, dann gehört er ja. Deposit food flushing using jerry can. Yes. Deposit. Ja, bitte. Wie? 14 Liter dreckiges Wasser. 0 Liter dreckiges. Was ist? Yes. So, ich geh mal auf Braten. Hier ist ein Braten. Fleisch ist, zumindest für jeden ein Stück Fleisch, ist ja in der Nahrungskiste, hatte ich ja gesagt, ne? So, ich hab gar nichts. Bei mir scheiß mich doch an. Nehmen möchte ich nicht, das wäre auch ein bisschen pervers. Also, auch wenn du drauf stehen würdest, würde ich das nicht machen, weil das wäre schon irgendwie eklig. Auf. Ehrlich gesagt, kann ich noch nicht mal nachvollziehen, wie man darauf stehen kann. Ich habe dreckiges Wasser bei mir, das werde ich jetzt da irgendwie so neben dem, neben unserem Ding einfach herschmeißen. Das ist schmutzig. Füll das doch rein. Okay, das Regenwasser kannst du schon mal nicht trinken, ne? Ich weiß auch nicht, was man damit machen soll. Ja, dann müssen wir es wahrscheinlich abfüllen müssen. Water Collector. Du musst ja das Wasser, was ja hier in den Collector drin ist, muss ja auf jeden Fall eine Flasche umfüllen. Also so. Ja, hab ich ja gemacht. Und was schreibt er jetzt hin? Du bist tot. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, fast so.
Wo bist du? Da bist du. Deiner. Also die zwei. Das wollte ich nicht. Also die zwei Kanister, die hier stehen. Radioaktiv bin ich. Ah. Die sind auf jeden Fall mit dreckigem Wasser voll. Oh, da hat noch jemand Fleisch mitgebracht. Schön. Ja, hab schon gesagt. Supi. 40 Stück. Wie viel? 14? Was denn? Ja, Entschuldigung. Also ich hab jetzt 10. Ich hab's nur nicht verstanden. Für 10 oder für zig? Wobei ich wahrscheinlich Letzteres nicht glaube, aber... Es war auch ein Scherz. Ach, ich hab 10. Du hast wirklich 40 Stück gesagt. Nee, du Übrigens, ein Bett ist ja hier, ein fertiges Bett ist ja auch hier in der Kiste drin. Ne? Das hatte ich ja letztes Mal eins auf... Genau. ...gebaut und das konnte ich ja nicht platzieren. Oh, also das könntest du dir mitnehmen. Ja, ich kam nicht mehr raus aus dem Dings. Wo bist du? In welchem Dings? Ich bin hochgelaufen, den Berge hoch. So, okay. Alia, ach ja, du bist jetzt nach dem Grill angucken. Max, sollen wir beide denn mal los und den anderen Bunker suchen, falls es hier noch einen anderen gibt? Ich hätte jetzt mal geschaut, wie weit man weg muss, dass man sich... dann ziehe ich allein los. Kein Problem. Ich bin aber jetzt fertig mit Grillen, von daher, wenn du noch kurz wartest, eine Minute. Ja. Weil noch kümmert die mich da drum. Also wir haben jetzt fast einen Liter Regenwasser gesammelt. Ja, aber das ist ja nicht trinkbar. Was? Ja. Ja, ist ja egal, aber Hauptsache wir haben doch Wasser. Ich meine, dann kann man es ja abkochen. Wer ist das denn? Der Tote? Bist du gestorben? Ach ja, du bist gestorben, sagtest du doch eben. Ich blöd, Mann. Wer ist das denn? Ja, aber zum Mädchen war halt, ne? Und dann Dirk ist ja, aber Dirk spielt ja immer ein Mädchen. Also ich war ein bisschen verwirrt. Ja, du kannst ja auch im Third Person spielen. Also daher, ne? Ja. Ich sag ja, ich war verwirrt. So, ich schau mir, wie weit... Achso, Bessie, ich muss ja ein Schild... Ich leg auf jeden Fall jetzt einen leeren Kanister auch ins Auto rein, ne? Dass wenn jemand unterwegs geht mit dem Auto und unterwegs Sprit findet, dass er oder Wasser findet... Dass er Sprit und Wasser sammeln kann. Leeren Kanister, oder? Okay. Ja, also genau. Wenn ihr hinter dem Haus nach oben fahrt oder lauft, ne, in den Wald rein. Ja. Ja. Da sind so, ist ein Gebäude und da sind Wasserpfützchen drum. Ah? Ja. Bringt halt nicht da rein. Wenn man nicht mehr rauskommt? Dann seid ihr 100% radioaktiv. Okay, wegen den Pfützen. Also, oder Minis. Oh, Alea? Ja? Das sieht gerade so ein bisschen aus wie. Kennst du das? Bei The Sims gibt es ja auch die Situation, wo jemand anfangen kann zu brennen. Ja. Das sah gerade so ein bisschen danach aus. Dankeschön. Ja, war gut dargestellt. Danke. Finde ich schauspielerische Leistung top. Wir können los. Okay. So, laut Plan soll ein Bunker ja da hinten an der Stoßstraße sein, wo wir ja den letztes Mal den Pickup gefunden haben. So, das heißt, entweder gibt es in dem Haus einen Keller. Was? Oben ist wieder ein Zombie. Gut, das ist aber normaler. Das heißt, entweder hat ein Haus einen Keller von denen hier. Oder aber ist es im Garten irgendwo in, tatsächlich noch ein Bunker? Und dann müssen wir mal gucken. Ja, super, jetzt muss ich schon wieder weiterlaufen. Also, das ganze Grundstück ist radioaktiv. Ich sterbe jetzt wieder. Nicht, oder? Doch. Ja, es gibt so Stellen auf der Karte, wo es Radioaktivität gibt. Dann musst du dich da bitte fernlassen, weil da wirst du dir jedes Mal. Ich meine Sachen Alter, Schwede. Oh, ich habe einen. Wenn du noch einen Rucksack brauchst. Mm-mm. Max? Na, ja. Wenn du noch einen Rucksack brauchst. Ja. Hier ist ein Rucksack, wo die Stichstraße ist. Großer? Wer ist ein mittlerer.
160 Sekunden. Nochmal, sag's nochmal. Mittlerer. Mittlerer, ja, cool. Wo? Achso, wo starte ich denn? Den loswerden? Am Meer. Also meine Sachen werden wahrscheinlich nachher weg sein, aber... Also du bist jetzt nicht gespawnt im Haus? Nein, weil das dauert 160 Minuten. Sekunden meinst du? Nein. Minuten? Ja. Der zählt Sekunden runter. Trotzdem 160. Ja, ja, ist trotzdem viel. Na klar. Ach. Du bist doch rechts gegangen, oder? Ronny. Einfach geradeaus rüber. Rechts oder links vom Haus aus? Geradeaus rüber. Also einfach vom Haus aus quasi geradeaus über den Rasen quasi laufen. Dann kommst du da in der Ecke, wo diese tote Straße ist. Ah, also genau. Achso. Mhm. Und da in dem ersten Haus, da bin ich noch drin. Da ist. Super. Hab ich Waffen? Ja, und Berne. Warte, du Sound da. Ich hab zwar Waffen mit, aber keine Munition. Na, geh bitte. Ich bin am Strand. Und es regnet. Ist das scheiße oder was? Das stimmt. Strand und Regen, das ist irgendwie scheiße, ja. Ich bin ein Sven Trottel, gell? Ich hab mir da. Hast du den Umbringer? Oder ihr zwei? Ah! Ich dachte, du, das wäre ein Zombie. Ja, ich sehe ein Zombie. Da kommen zwei, alle, ja, hinter dir kommt auch einer. Ich komme. Ich hab keine Waffen. Oh, der hat ein Fernglas bei. Wo ist jetzt der Rucksack? Ja, warte, Sekunde, ich mach gerade die Leiche leer, so, folge mir unauffällig. Wobei, du bist rosa angezogen, was sag ich da eigentlich gerade? Unauffällig geht nicht ganz. Orange, nicht rosa. Ja, war das das Haus? Ne, das hier war es glaube ich nicht. Ne, das war es nicht. Ist er? Dann war es das hier. Ja, mancher springt da drüber, mancher springt da nicht drüber. Das ist so. Ja, deswegen bin ich eben gestorben. Ja, das mit den Zäunen, das ist wirklich nicht gerade besonders logisch. Wo bist jetzt du wieder? Hinter dir. Hier ist es aber, das Haus ist es. Ja. Ja, das müsste ein mittlerer sein. Also okay. Mit drei Reihen. Nee, mit zwei, aber ist wurscht. Ah, okay. Ja gut, schade. Aber auch besser als nix. Yes. Eat. So, die Häuser hattest du schon alle? Bist du auch im Garten gewesen, Alea? Ja, aber Waffen mit, wenn nichts bringt. Nee. Ist ja idiotisch. Nee, weil du musst ja auch im Garten, der Eingang zu dem Bunker kann ja auch im Garten versteckt sein, ne? Also hier ist er nicht. Geh weg! Ah, schon wieder ein Monster! Der schleicht, wie viel sind denn da nur? Wieso hast du denn keine Waffen? Ich hab die Waffen eingeschickt und die falsche Munition dazu. Ja gut, Messer oder so haben wir, glaube ich, alle inzwischen verbraucht, ne? Deswegen war ich mal jetzt wieder bei dem Bogen. Hector, schlagt mir der von hinten oder was? Findest du? Schneller bist du. Wo ich laufen, wie ein Verrückter war. Dann will ich mal an meine Sachen drankommen. Wie weit bist du weg gewesen vom Haus? Ganz weit. Ich keine Ahnung, wo das war. Alter, ich werde echt wahr. Aber das Ganze da ist radioaktiv, ey, da kommst du nicht dran, ne? Da war ich schon. Okay. Dann geh ich in den Garten. Da bist du auch schon gewesen. Ah, hier ist ein Gasgrill. Ein Glasgrill. Ein Gasgrill.
Und ein Beet zum Pflanzen. Ja, das nimmst du mit, wenn es geht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Das ist eigentlich eine gute Idee, ob man die mitnehmen kann. Ja, oder? Ein Gasgrill. Nein, ein Gasgrill geht nicht, das weiß ich. Aber ob man so ein Beet mitnehmen kann. Nee, kann man nicht. Okay. Kann man nicht. Na, geh schon. Wieder ins Spiel, du blödes Teil. Ich hasse Matz. So, also hier ist jedenfalls nix. Nee, kein also, das scheint also schon der Bunker zu sein, den wir da gefunden haben. Oder besser gesagt, Dirk. Das scheint schon der Bunker zu sein. Also hier in der Nähe von der Stichstraße ist nichts anderes. Wir haben ja die Häuser hier auch alle schon durchgelootet. Das wäre uns, glaube ich, auch aufgefallen, wenn hier noch irgendwas wäre. Und das ist ja in der Nähe da, wo die auch die Kennzeichen drauf ist. Wenn ich das mal so etwa abschätze, ich sehe es ja von hier aus, dann ist es ja auch in der Nähe. Also es ist schon schräg gegenüber in dem Haus. Oh, hier ist ein großer Rucksack. Oh. Ja, wo ich bin. Und das ist wo von gegenüber? Ja, ich komme jetzt raus. Lass mich doch wenigstens mal den Rucksack anziehen, Alea. Ja. Sei doch mal ein bisschen geduldig. Immer die so. Jetzt sofort antworten. Muss sein. So. Jetzt habe ich den großen an. Müsste mal irgendwann ein Schild finden hier, ey. So. Das ist ja krass, gell? Etwas, wo man ist. Stehst du auf der Straße, Alea? Ja. Ja, dann sehe ich dich nicht. Bist du noch an der Stichstraße? Nein. Dann, das ist schlecht. Irgendwo anders hinzugehen, ohne Bescheid zu sagen, dass du anders hingehst, dann kann man sich auch nicht. So, ich bin jedenfalls wieder an der Stichstraße. Ich höre irgendwas laufen. Aha, siehst du? Ich höre dir trapsen. Ich höre dich trapsen. So, muss ich eine neue Rex mal machen. Ja, lass uns mal das rechte Haus. Du kannst ja das Haus da oben noch nehmen, falls du da noch nicht warst. Oder das linke Haus ist auch noch nicht. Alea? Ja? Ja. Warum bleibst du stehen, wenn ich weiterlaufe? Weil ich gerade was geguckt habe. Du kannst in das linke Haus gucken. Ich gehe in das rechte. Das müssen wir noch üben, da zusammen looten. Aber wir können ja zusammen Blut. Ja, das können wir schon. Oh, das geht gut. Das können wir schon mal sehr gut, ja, das stimmt. Ja, ein Hund. Ich habe wieder Aspirin gefunden. Weiter. Können Hunde schwimmen? Ja. Aber doof. Aber nicht die. Aber nicht die. Blöde Spinne. Ist ein doofer Hund. Schreit mich von hinten an, hey. Wo haben wir Steine drinnen? Also. Was sieht das auswendig, Ronny? Steine sind linker.